Genau, also der Schneehase, der ist tatsächlich im Winter schön weiss, dass er im Schnee gut getarnt ist. Aber weiss sticht natürlich im Sommer extrem raus. Darum tut der Schneehase sein Fell im Frühling wechseln, dass er nachher braun wird und so besser getarnt ist. Und man sieht, er ist teilweise weiss und teilweise braun. Er ist jetzt gerade so im Fellwechsel, so in so einem Übergangsfell rein. Also es gibt da ganz unterschiedliche Strategien. Eben, es gibt die Tiere, die auch wach bleiben und da bleiben im Winter, wie eben der Schneehase. Das wäre zum Beispiel jetzt bei uns auch das Mufflon oder die Hirsche, die Rehe, die kommen einfach die passen, also die kommen ein dickes Fell über, ein schön dickes Winterfell und passen auch ihren Stoffwechsel an. Dann gibt es Tiere, die ausweichen, das wären Zugvögel. Wir haben ja bei den Zugvögeln auch Langstreckentiere, wie der Storch, die bis über die Sahara aus, also bis nach Südafrika gehen. Dann gibt es Kurzstreckentiere, die einfach im Mittelmeerraum gehen. Also ausweichen und die weichen nicht aus, weil es kalt ist bei uns, sondern weil sie kein Futter mehr finden. Dann gibt es aber auch die Tiere, die eine Winterruhe oder einen Winterschlaf machen. Jetzt gerade der Bär, der macht ja eine Winterruhe. Das heisst, er zieht sich zurück in seine Höhle, er frisst nichts mehr, er trinkt nichts mehr. Er ist aber nicht ganz so fest im Tiefschlaf. Der Puls geht schon ein bisschen runter, die Körpertemperatur geht ein bisschen runter, aber er ist immer noch weckbar. Im Gegensatz jetzt gerade zu den Murmeltieren oder den Igel oder den Siebenschläfern, die wirklich einen Winterschlaf machen und wirklich tief schlafen, praktisch einen ganz, ganz tiefen Puls haben, die Körpertemperatur, die ganz tief absinkt. Und dann gibt es noch die Amphibien und einen Teil der Fische, also eben die Amphibien wie die Frösche, die einen Winterstarre machen, dass sie praktisch eingefrieren und zum Teil dann gar keinen Puls mehr haben. Genau, also im Winter ist weniger das Problem, dass es kalt ist. Das grosse Problem ist, dass man kein Futter mehr findet. Jetzt gerade zum Beispiel bei den Zugvögeln. Die Vögel, die gehen, das sind die, die wirklich zum Teil Fleisch fressen und auch Insekten fressen, die sie im Winter einfach nicht mehr haben, darum müssen sie gehen. Die Vögel, die können Körner fressen oder wie der Bartgeier Aas fressen, die finden noch genug zu fressen im Winter und bleiben. Also eben gerade die Tiere, die Winterruhe oder Winterschlaf machen, die fressen sich ein dickes Fettpolster an und suchen sich einen schönen geschützten Raum, wo sie die Winterzeit verbringen können. Oder die Tiere, die wach bleiben, wie zum Beispiel der Eichelhäher oder das Eichhörnli, das ist ja schon im Namen drin, die sammeln Eicheln und auch andere Nüsse und legen sich richtige Lager anlegen, wo sie dann im Winter ihr Futter finden. Also bei der Winterruhe, das ist eigentlich so ein bisschen, also kann man sagen, so ein normaler Schlaf. Also sie schlafen schon relativ lang, aber sie wachen zwischendurch auch mal auf, also sie sind weckbar. Und der Puls geht zwar ein bisschen ab, aber ist immer noch relativ nahe am Normalbereich. Die Körpertemperatur geht schon ein paar Grad tiefer ab. Aber so ein bisschen der Stoffwechsel, der ist schon noch sehr aktiv. Nicht das gleiche wie im Sommer. Aber sie verbrauchen doch noch recht viel Energie. Jetzt im Gegensatz zum Winterschlaf, wo wirklich die Körpertemperatur ganz tief ist, der Puls ist ganz tief, sie verbrauchen fast keine Energie mehr. Genau, also im Winter, wo wir dann leider nicht mehr sehen, das wären jetzt gerade Siebenschläfer, Gartenschläfer und Murmeltiere, die wirklich tief im Winterschlaf sind. Unsere Bären, wo einer von unseren Bären, also das Evi, wo eine Winterruhe macht. Eben, es ist auch mit der Strategie, es ist nicht immer, dass alle Tiere das Gleiche machen, gerade bei der Winterruhe, das ist noch ein bisschen variabel. Und dann auch unsere Amphibien und Reptilien, also die Amphibien, eben unsere Frösche und Krotten und die Reptilien, die Chillkrotten und auch die wilden Eidechsen, die sind dann in der Winterstarre.